Seit 800 Jahren wirken die Zisterzienser hier in Podersdorf. König Andreas II. Von Ungarn, der Vater der heiligen Elisabeth, hat damals dieses kleine Dorf, das Pod, den Zisterziensern anvertraut. Nicht nur, dass sie das Land urbar machen, sondern dass sie durch ihr Leben auch das Kreuz Christi, das Leben Christi bezeugen. 800 Jahre Glaubensverkündigung, 800 Jahre Urbarmachung des Landes, das gehört irgendwie zusammen. Podersdorf am See ist heuer im Jubeljahr. Wir feiern 800 Jahre seit der Erstbenennung in der Schenkungsurkunde von König Andreas II. An die Zisterzienser. Freut mich, dass Sie sich Zeit genommen haben mit uns, diesen schönen Tag heute zu feiern, gemeinsam mit dem Erntedankfest. Wir haben heute auch die feierliche Einweihung unseres Gedenkkreuzes. Du hast das Land gesegnet und es reich gemacht. Du lässt uns in der Sorge um das tägliche Brot nicht allein. Wir loben dich. Wir preisen. Seine Segenshand die nächsten Jahrhunderte über uns walten lässt, mit seiner Güte und mit seiner Gnade. Über dieses wunderbare Zeichen zum 800-Jahr-Jubiläum von Podersdorf, dass man nämlich das Kreuz vom Kirchturm hier neu restauriert hat, den Menschen gleichsam in greifbare Nähe gebracht hat, damit sie einen Sinn ihres Lebens ergreifen können. Und da sehen Sie gerade in der Schwere des Kreuzes, dass es auch einen tiefen Sinn hat, nämlich das Kreuz zu umfangen, damit aus dem Kreuz ein Zeichen des Sieges wird. Und das wird deutlich im Wappen vom Podersdorf. Das sind die Lorbeerzweige, der Lorbeerkranz als Zeichen des Sieges, um das Kreuz herum geflochten, damit man erkennen kann, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Segen, im Kreuz ist Liebe und Segen und Sieg.